So, Kinder, dann habe ich noch eine kleine Sache. Also klar, der Unterricht ist jetzt zwar vorbei, aber eine Sache hätte ich noch. Im Moment, nicht so schnell raus, alle. Wartet, ich habe noch eine wichtige Neuigkeit zu verkünden. Julian, ich muss mal schnell auf Toilette. Wir sehen uns gleich unten. Bis gleich. Ja, alles klar, bis gleich. Oh Mann, jetzt sind aber alle ganz schnell raus. Also, dabei hatte ich noch gar nicht die Möglichkeit zu erklären, was ich eigentlich sagen wollte. Aber dann erzähle ich es dir, Julian. Bleib mal eben stehen. Hättest du vielleicht Lust, etwas Ehrenamtliches zu machen? Etwas Ehrenamtliches? Was genau meinen Sie denn damit? Naja, also, bei mir in der Nähe gibt es ein Tierheim, das bräuchte ein paar fleißige Helfer und vielleicht hätte da jemand Lust, aber da jetzt alle schon so schnell rausgelaufen sind, bist jetzt du der Einzige, dem ich das jetzt erzählen kann, aber vielleicht interessiert dich das ja. Ehrenamtlich? Was heißt denn das? Also weiß ich gar nicht. Das heißt, du machst etwas, ohne irgendeine Gegenleistung dafür zu bekommen. Und das Tierheim, das braucht fleißige Helfer und vielleicht möchtest du ja mal anfangen. Also ich weiß nicht genau. Also eigentlich hätte ich ja schon Lust, irgendwas Cooles zu machen. Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Ich würde Ihnen dann am besten einfach mal morgen oder übermorgen mal so Bescheid geben. Oh, das würde mich natürlich sehr freuen, wenn du da mitmachst. Moment, ich gebe dir die Adresse. Hier hast du sie. Okay, alles klar, danke. Dann überlege ich es mir mal. Bis morgen, Herr Ritter. Ciao. Hey Julian, was hat denn da so lange gedauert? Was wollte Herr Ritter eigentlich denn noch? Er hat gefragt, ob ich Lust hätte, irgendwas Ehrenamtliches zu machen, in so einem Tierheim. Ah, okay, ehrenamtlich. Ja, das klingt doch schon mal ganz cool, aber, ich hab da jetzt zurzeit keine Zeit. Ich muss echt für die Klassenarbeiten lernen. Gehst du denn dahin? Ja, ich weiß nicht. Ich habe ihm gesagt, ich werde mir das überlegen. Und dann werde ich mich nochmal bei ihm melden, aber ich denke mal später drüber nach. Ja, also, wenn du dahin gehst, dann, kannst ja Bescheid geben, wenn es cool ist. Dann komme ich dann auf jeden Fall nach den Klassenarbeiten. Alles klar, ich gebe dir dann auf jeden Fall Bescheid. So, dann bis morgen, Luis. So, okay. Also, Herr Ritter, was er vorhin gesagt hat, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich schaue einfach mal nach. Aha, die Internetseite sieht ja schon echt veraltet aus. Vielleicht brauchen die ja wirklich ein bisschen Hilfe. Ich schaue da mal jetzt vorbei. Ich habe ja eh nichts zu tun. Ich meine, ich habe schon für alle Klassenarbeiten gelernt und bin auch richtig gut vorbereitet. So, dann gehe ich jetzt einfach mal vorbei. Das ist ja gar nicht weit von hier. Und vielleicht macht es ja auch Spaß. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch Nein sagen. Aber ehrenamtlich hört sich doch echt gut an. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Doch, das ist das einzige Tierheim hier in der Nähe. Hallo, ist jemand da? Ich gehe hier einfach mal rein. Mal schauen, ob hier jemand ist. Hallo. Oh, da sind ja schon zwei süße Katzen. Oh, wie die hier liegen und schmusen. Das ist ja echt schön. Oh, du musst Julian sein. Herr Ritter hat mir schon erzählt, dass ein Schüler kommt. Ach so, hat er schon gesagt. Eigentlich habe ich ihm gesagt, dass ich erst, dass mir das erst durch den Kopf gehen lasse. Aber, naja, gut, ja, jetzt bin ich ja hier. Oh, das freut mich sehr, dass du uns hier unterstützen möchtest. Hast du denn schon Erfahrung in einem Tierheim? Oh, das ist auch gar nicht schlimm, dass du noch keine Erfahrung hast. Wir können jede Hilfe hier gebrauchen. Ich finde bestimmt etwas für dich. Ja, also, ich kann ein bisschen, was kann ich denn eigentlich? Ich kann ein paar Sachen hin und her tragen, das ist ja kein Problem, aber so an sich, Erfahrung nicht wirklich. Aber was genau muss man denn dafür können? Außerdem haben sie ein echt schönes Tierheim. Ich meine, so viele Tiere habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Haben die denn alle Besitzer? Oh, die sind ja noch ganz jung. Oh, die sehen echt süß aus. Und die da hinten, wie die alle am Spielen sind. Oh, dann noch Katzen, so Tigerkatzen. Boah, voll cool. Vertragen die sich denn alle? Man sagt ja, Hunde und Katzen, die vertragen sich gar nicht so gut. Oh doch, Julian, die vertragen sich alle bei uns. Die kennen sich alle. Ja, besonders die Tigerkatzen, die mag ich auch besonders gerne. Hast du vielleicht schon mal Hunde gefüttert? Oder möchtest du mit den Tieren vielleicht ein bisschen spielen oder mit ihnen spazieren gehen? Ja, das klingt ja voll cool. Also, spielen bin ich auf jeden Fall immer dabei. Und füttern, ja, würde ich auch gerne machen. Was genau kann man denn hier noch so machen? Muss dann auch die Ställe hier sauber machen? Ja, Julian, das gehört auch dazu. Das ist natürlich nicht so spaßig, wie mit den Tieren zu spielen, aber es gehört dazu. Die Tiere mögen es natürlich auch gerne sauber. Weißt du was, Julian? Lass uns direkt mit dem Füttern anfangen. Das macht auch immer richtig viel Spaß. Ja, voll cool. Also, bekommt ihr das gleiche Futter oder wie läuft das hier ab?
Nein, natürlich bekommen die Katzen Katzenfutter und die Hunde bekommen Hundefutter und jeder bekommt so viel, wie er braucht. Okay, und wie genau funktioniert das dann? Bekommt jeder einen eigenen Napf oder? Nee, Julian, die Tiere vertragen sich alle bei uns so gut, die fressen alle aus einem großen roten Eimer. Den zeige ich dir jetzt. Oh genau, du hast ihn schon gefunden. In der roten Kiste, die du da hinten siehst, da haben wir das Futter drin. Den Eimer kannst du schon mal voll machen. Okay, also einfach den Eimer voll machen. Okay, aufmachen. Boah, da ist ja aber viel Hundefutter drin. Also die haben es echt gut. Also, und dann, okay, der Eimer ist jetzt voll und dann jetzt einfach zu den Hunden gehen. Oh, da kommen schon die ersten angelaufen. Oh, wie süß. Ja, greift ruhig zu. Es gibt für alle etwas. Oh, jetzt kommen noch mehr. Es kommen einfach alle hin. Und wie die sich auch vertragen, die stehen ja alle in einer Reihe. Ja, unsere Hunde sind so gut erzogen. Die machen das richtig, richtig toll. Und jetzt füttern wir natürlich auch noch die Katzen. Dafür kannst du das Futter aus der silbernen Schüssel holen. Ah, die ist direkt hier hinter mir. Okay, alles klar. So, das jetzt für die Katzen. Kätzchen, kommt mal alle vorbei. So, okay, hier. Oh, die zwei Tigerkatzen, die essen als erstes. Hä? Aber die anderen? Wo bleiben denn die anderen? Ah, da kommen sie auch schon. So, also die Katzen sind alle am Essen, aber warum bleiben ein paar da hinten liegen? Ja, die beiden haben vielleicht keinen Hunger. Die essen wahrscheinlich später einfach. Ah, okay, und ich glaube, ich sehe schon. Wir müssen, glaube ich, gleich die Stelle sauber machen, oder? Ja, genau, Julian. Dafür benutzen wir unsere Schippen. So, fertig. Ich habe den letzten Stall sauber gemacht. Richtig gute Arbeit, Julian. Ich bin auch fertig. Ich habe da hinten den Stall sauber gemacht. Ah, okay, ja gut. Also, das hat echt Spaß gemacht. Und ich frage mich, warum das nicht mehr Leute machen, so was Ehrenamtliches. Das ist doch voll cool. Ja, Julian, das verstehe ich auch nicht. Du hast richtig gute Arbeit gemacht heute. Wenn dir das so viel Spaß gemacht hat, kannst du natürlich immer wieder gerne vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall, voll gerne. Und vielleicht kann ich ja sogar ein paar meiner Freunde davon überzeugen. Also Louis, der hatte mich gefragt, ob ich ihn dann mitnehmen kann, wenn's cool und Spaß macht. Und das macht's auf jeden Fall. Also ich komme auf jeden Fall wieder. Und was machen wir jetzt? Sind wir denn für heute fertig oder können wir noch irgendwas machen? Jetzt, Julian, kommt der spaßige Teil. Wir spielen jetzt nämlich noch mit den Hunden, wenn sie gleich aufgefressen haben. Ja, voll cool. Ich hol schon mal einen Ball. Hey, stopp. Ich hab da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!